Meine innere Stimme sagte mir, wenn du so weitermachst, dann versaust du dir dein ganzes Leben. Ich dachte, wo es dich auch hinführt, geh weg von da, wo du warst, sei nicht mehr, was du warst. Jedenfalls haben wir uns verfahren, das verstehe ich nicht, obwohl wir die ganze Zeit rechts vom Fluss geblieben sind. Bin ich dein Dienstmädchen, lies sie doch selbst, Mann. Über wichtige Entscheidungen in meinem Leben habe ich nie lange nachgedacht. Ich habe in meinem Leben keine einzige wichtige Entscheidung getroffen. Ich dachte, wir zwei wollten neu anfangen und ich dachte mein ganzes Leben, das läge in meinem Gesicht und dass du es liebst. Jetzt ist es also zwanghaft und du fasst mich an und es ist weg? Könntest du jetzt bitte sofort gehen? Nehmen Sie jetzt langsam Ihre linke Hand runter, hinter Ihren Rücken. Hast du gewusst, dass du mich dazu gebracht hast, dich zu lieben? Ja. Wieso gibst du uns keine Chance? Das ist deine Chance. Fahren Sie rüber? Ja. Sie können bei uns mitfahren, wenn du mich gleich wieder zurückbringst. Na, wenn das keine Träumerin ist, Ladies and Gentlemen. Also, wo ist sie? Wer? Ihre Frau? Warum sollte jemand mit mir verheiratet sein wollen? Wieso musstest du dein Bett? Was hast du getan? Ich hab nichts getan, echt niemandem. Tut mir leid, tut mir leid. Hey, das war nicht nötig. Tut mir leid, Mann. Das war nur ein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Das ist ihr Schicksal. Na los, ziehen Sie es durch, sonst laufen Sie wie ein Geist rum und das für den Rest Ihres Lebens.